Heute möchte ich für mein Gewächshaus ein paar Regale bauen, und zwar mit einfachen Mitteln. Ich habe mir etwas Holz im Baumarkt besorgt und möchte dieses jetzt zu diesem Regal zusammenführen. Hier seht ihr schon ein fertiges, das habe ich bereits gemacht. Ich sage euch mal gerade, was ich dazu brauche. Ich habe 4 verschiedene Größen vom Holz. Das ist das Holz für die Beine. Das ist das Holz für die Auflagen. Und hier haben wir die Auflagen drauf, wo wir die Böden aufschrauben. Wir haben außerdem noch 4 Füße, die ich mir besorgt habe, damit unten die Beine auch ordentlich und sauber stehen und nicht feucht werden können. Wir haben Schrauben, einmal in Größe 4×25, die wir für das Fixieren der Bretter nehmen. Die Bretter sind übrigens 9 mm Stahl. Und dann haben wir etwas längere, um die an den Seiten hier zu fixieren. Wir brauchen noch einen Zollstock, einen Bleistift, einen Winkel, einen Akkuschrauber und den Hammer, um die Füße einzuschlagen. Und natürlich einen Arbeitstisch, den wir uns hier genommen haben, um damit auch schön in normaler Arbeitshöhe arbeiten zu können. Nun befestigen wir die Auflagen für die Böden an den Beinen. Wir haben vorher das Ganze angezeichnet, damit wir auch genau wissen, wo das hinkommt. Und fixieren mit den kleineren Schrauben. Soweit fixiert. Wir nehmen uns jetzt den Winkel und sehen zu, dass wir unsere Querriegel, die Auflagen und die Beine im rechten Winkel haben. Nun kommt die zweite Schraube. Ebenso verfahren wir mit der anderen Seite. Jetzt befestigen wir die Böden, und zwar einmal oben und einmal unten, jeweils 4 von den Bodenteilen. Zunächst machen wir vorne und hinten Befestigung mit einer Schraube an der Seite. Wir fixieren die Seitenteile außerdem noch mit kleinen Schrauben von oben. Schraube die Schraube ein und aus. Dann spare ich mir das Bohren. So, die Zwischenböden. Der Abstand beträgt exakt 5 cm. Messen wir jetzt aus, zeichnen uns das an. Zunächst mit dem vorderen Brett. Genau auf 5 cm. Einfach mit einer Schraube in der Mitte fixieren. Wir haben Böden in der Mitte und obendrauf drin. Und jetzt fixieren wir das Ganze noch mit einem Dreieck, einfach aus dem Möbelbau. Haben wir uns das besorgt, damit wir auch eine dauerhafte Stabilität in unserem Pflanzregal haben. Jetzt bringen wir noch die Füße an, damit unser Pflanzregal drauf steht. Wir machen das mit so Einschlaghülsen, das den Vorteil hat, dass wir auch schnell wieder runterkommen. Ja, liebe Gartnerinnen, unser Pflanzregal ist fertig. Wir haben es genau in der Arbeitshöhe gebaut, 1 Meter hoch, 50 cm tief und 75 breit. So kriegen wir also alle Pflanzkisten drauf, möglichst immer 2 nebeneinander. Ja, und wenn wir es fertig eingerichtet haben im Gewächshaus, dann bepflanzen wir die Pflanzkisten. Das zeigen wir euch dann, wenn wir soweit sind. Bis dahin, macht's gut und wir sehen uns!